Moin! Ja, Entschuldigung, falls ich euch jetzt geweckt habe oder so. Wir sind, haben hier ein kleines Verkehrschaos provoziert, indem ich hier diesen Kurs genommen habe. Ja, ich mache mal hier frei. Dann können mich auch meine beiden Case wieder vernünftig fahren. Upsi, upsi, upsi. Vielleicht soll ich mal eben irgendwie einstellen, dass mir die Kreuzungspunkte nicht alle angezeigt werden. So. Besser. Ja, der Optum, der steckt gleich nicht mehr fest. Gucken, haben wir hier noch einen Dünger drin? Wird noch Dünger produziert? Ja, produziert wird im Moment nicht mehr. Nein, vorwärts natürlich. Honky Honk. So. Na, der nimmt ganz schön schnell Dreck an irgendwie. Oder ich habe den schon lange nicht mehr geputzt. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Das läuft, das läuft, das läuft. Was müssen wir jetzt machen? Brauchen wir noch einen Abfahrer? Mal den nehmen. Erstmal. Der holt jetzt hier unseren letzten Cargos raus. Den fahren wir jetzt hoch zu den Haferfeldern. Dass wir dann demnächst Hafer ohne Ende haben. Leute, wie habt ihr das Wochenende überstanden? Habt ihr das Wochenende gut überstanden? Ich hoffe doch. Letztes Wochenende gab es ja nun keine Livestreams. Und jetzt am kommenden Wochenende auch nicht. Ich habe keine Zeit, leider. Leider, leider, leider. Oder was heißt leider? So leider ist das eigentlich gar nicht. Ich bin bei meiner Familie, daher eigentlich bin ich ganz happy. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. So. Einmal hier rum, einmal hier durch. Möglichst keinen Kompass mitnehmen, auch wenn das hier voll ist. Mal hoch zu den Feldern fahren. Sonnenblumen. Ja, ich muss auch noch Sachen verkaufen demnächst und dann Felder kaufen, 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 kaufen.
Ein Axion hat durchdrehende Reifen. Ich kümmere mich gleich drum. Lass mich eben hier zum Feld fahren. Und Hafer holen. Also nein, ich hole natürlich noch keinen Hafer, aber... So. Das hier oben ist Feld 21. Feld 21. Ich habe sogar zum Silo habe ich einen Weg von hier. Geil. Ja, okay. Den kann ich natürlich noch nicht nehmen. Hallo? Das ist Wald. Kein Feld. So. Geht alles? Nein, doch, zur Karte wollten wir. Da möchte ich... einsteigen? Ne, in den nicht. Genau in den nicht, sondern in den wollte ich einsteigen. Ich möchte auch hoch zum Feld 21 fahren. Ach, ich bin ja auch auf Grasfeld 7 noch gar nicht fertig mit der Ernte. Ah, ich hätte auch da oben natürlich lang fahren können. Egal. Na, ich glaube, hier ist sogar fast kürzer. Leute, das ist echt viel zu tun. Na, schön, hier wird alles noch produziert. Produziere mich nicht. Genau. Wir fahren und fahren. Feld 21. Oh Gott, welches ist das Richtige? Das ist es auf jeden Fall nicht.
Welchen habe ich jetzt genommen? Den da? Ja. Das sieht schon richtiger aus. So. Na, dann mal ab. Los. Gib Gas. Wir essen zeitig. Ah, irgendwann wird er sich hoffentlich eingependelt haben. Nicht mal ganz so weit immer rausfahren. Ja, sieht doch jetzt schon gut aus. Jetzt hat er es doch. Und jetzt kann er schön zu den Haferflocken Sachen bringen. Ist doch dufte, oder? Start bei 0% ist natürlich Quatsch. Weil es könnte hier jetzt uns gerade den, deutsch gesagt, den Arsch retten. Was nämlich sein könnte, dass wir dann dafür oben am Deich nicht großartig abtanken müssen. Alles gut. Ja, gut, klar. Die stecken da fest. Die interessieren jetzt erstmal gerade nicht. Der interessiert im Moment auch nicht. Wo haben wir sie denn? Wir sind da immer durch. Da sind wir. Also du brauchst auf jeden Fall schon mal nicht mehr mitfahren. Und für dich probiere ich jetzt mal was aus. So. Und jetzt berechnen wir mal einen neuen Kurs für Feld 4. Mal gucken, ob sich das bewährt. Habe ich den richtigen? Ja, Feldarbeit. Feld 4, Startposition. So, Vorgewende. Da machen wir mal eine ganze Menge. 8 machen wir mal. Und wir fahren entgegengesetzt. Lassen die ruhig weich. Ja, lassen wir mal in einen Kurs. Ich wollte aber 8 haben.
Ach so, miep. Ein Fahrzeug auf dem Kurs. So. Berechnen. Also mit 40 Meter Schnittbreite ist natürlich klar, dass du da nicht so... Ja, sehr schön. Das speichern wir mal als Feld. Hier dreschen anders um. Ist kein Drescherverband. Und wir fahren direkt hier vorne ab. Ja, nee. War vielleicht doch nicht so gut. Man sieht nichts. Jetzt kommst du, mein Freund. So, Feld 4. Mensch, Zeit ist schon lange rum, ne? Wir überziehen schon wieder maßlos. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Kommt auf meiner Homepage vorbei, kommt bei Facebook vorbei. Und jetzt muss ich erstmal eben gucken, wo wir denn sind. Heute ist Montag. Das heißt, morgen gibt es ganz normal um 10 Uhr eine Folge und um 16 Uhr gibt es die nächste Folge vom Match Friesenjung oder Experience gegen Friesenjung oder Friesenjung gegen Experience oder einer gegen alle, alle gegen einen oder was weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, bis dann. Ciao.